Das ist nämlich die Frage. Gehört der Islam nach Saudi-Arabien oder gehört der Christopher Street Day nach Saudi-Arabien? Der Satz, bald gehört uns auch Europa und dann die ganze Welt, ist mehrfach gefallen. Ich habe das damals nicht so furchtbar ernst genommen. Das Problem ist, wir haben diese Völker mittlerweile im Land. Wir können nicht mehr einfach sagen, lass sie sein, was sie wollen. Es interessiert uns eh nicht, ist irgendwas Fremdes. Sondern wir müssen jetzt sehr, sehr genau hinschauen. Dass der Prophet beauftragt worden sei, die ganze Welt zu bekämpfen und jeden zu töten, der sich wehrt, den Islam anzunehmen, bis die ganze Welt sagt, dass Allah die einzige Gottheit ist. Das ist ein Sahih, also ein gültig geltender Hadith. Und das wird Jugendlichen in den Koranschulen beigebracht. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Fangen Sie an. Dr. Graf fängt an. Der Jüngere beginnt. Der Spitzenkandidat darf anfangen. Okay. Also das ist, ich hatte eigentlich gehofft, dass natürlich er anfängt. Also ich vertrete jetzt eine Position, die sicher untypisch ist, von der ich aber glaube, dass sie diejenige ist, die wir in Zukunft einnehmen werden. Also mein Ziel ist es, dass es mir gelingt, dass am Ende der Applaus für mich immer noch so groß ist wie zum Anfang. Inshallah. Meine Damen und Herren, wenn wir uns über den Islam unterhalten, stelle ich einen Satz voran. Der Islam gehört zu Saudi-Arabien. Und der Applaus freut mich, weil es eine große Anzahl von Menschen geben wird, sogenannter liberaler Universalisten, die sagen, nee, da gehört er auch nicht hin. Das ist nämlich die Frage, gehört der Islam nach Saudi-Arabien oder gehört der Christopher Street Day nach Saudi-Arabien? Und wir hatten das sehr realistisch, als nämlich in München man das diese Allianz Arena in Regenbogenfarben beleuchtete, haben viele auch aus unserem Lager geschrieben, was für ein Gratismut, das soll man mal in Katar machen bei der Fußball-WM. Und meine Antwort damals war, nee, man soll es weder in München noch in Katar machen. Wenn wir für uns herausnehmen, dass wir ein Recht auf unsere eigene Tradition und Geschichte haben und unsere eigene Identität, dann haben es die Araber aber auch in Arabien. Und damit haben wir tatsächlich eine andere Herangehensweise. Und das ist wichtig, denn die Islamkritik ist etwas, ist aus der ganz wenigen Fragen, wo die sogenannten Liberalkonservativen und wir, die Rechten, wie wir sie jetzt spätestens nach meinem Buch stolz uns selbst nennen können, wo wir ja übereinstimmen. Aber wir stimmen in dieser Frage aus völlig verschiedenen Gründen überein. Unsere liberalkonservativen Kollegen, die in der Islamkritik viel härter sind als wir, stimmen deshalb überein, weil sie sagen, es gibt liberale, universale Werte und der Islam verstößt in besonders gravierender Weise gegen diese universal gedachten liberalen Werte, also lehnen wir ihn ab. Und wir sagen, wir wollen eigentlich diese islamische Einwanderung nicht, wir wollen nicht, dass hier in einer Gegend, die traditionell deutsch, europäisch, kulturell geprägt ist, plötzlich es in den westdeutschen Ballungsräumen Moscheen gibt und Gegenden gibt, die überwiegend islamisch geprägt sind. Das heißt, das, was bei uns im Wesentlichen eine Einwanderungskritik ist und damit eine Kritik an denjenigen liberalen Eliten, die diese Einwanderung forcieren, ist bei den anderen eine Ideologiekritik. Nämlich eine Kritik eines traditionellen, religiös begründeten Kultursystems, das zwar nicht europäisch ist, aber das in Saudi-Arabien, im Iran und in der Türkei sehr wohl sein Recht hat. Das ist praktisch durchaus wichtig. Wir haben aktuelles Fall im Iran, ein ohne Frage unsympathisches, repressives System und wir hatten im letzten Jahr mit fleißiger Unterstützung der üblichen Verdächtigen Demonstrationen dagegen. Wie verhalten wir uns denn? Wer ist denn im Iran derjenige, wo wir sagen, fühlen wir uns zugehörig? Derjenige, der den Christopher Street Day nach Teheran bringen möchte? Oder doch eher derjenige konservative Bürger, der zwar seine korrupte Regierung nicht leiden kann, aber der auch keine Lust auf eine kulturelle Verwestlichung hat? Merken wir politisch aktuell, in der alten Fraktion, aus der wir jetzt raus sind im Europäischen Parlament, hat eine deutsche Kollegin glatt extra dafür einen Frauenpreis initiiert, der dann logischerweise an jene Organisatorinnen der Demonstration im Iran vergeben wurde. Und jetzt übertragen wir das auf die missliche Lage, der wir insbesondere in Westdeutschland sind. Wer ist denn jetzt unser Verbündeter? Ist es zum Beispiel ein Herr Ali Utlu, der jetzt irgendwie die siebte oder achte Partei gerade durchläuft und der große Islamkritiker ist? Oder ist es eben doch
der tendenziell konservative Unternehmer, der eben irgendwann 1960, 65 gekommen ist und seinen Söhnen sagt, ich erwarte, dass ihr eure Vorfahren ehrt. Das ist die große Frage, in der wir stehen. Und das heißt, die Kritik, die wir natürlich haben an der zunehmenden Islamisierung Deutschlands, hat damit zwei verschiedene Stoßrichtungen, die, und das werden wir jetzt herausarbeiten, im Detail zu verschiedenen Ergebnissen führt. Herr Krause. Ja, vielen Dank, lieber Max, das hast du die Frage natürlich so ganz geschickt umgangen. Hallo zusammen, ich bin Tim Krause. Ich habe mehrere Jahre in Marrakesch gelebt, in Marokko, und habe mich jahrelang auch im Rahmen meines Geschichtsstudiums mit dem Islam befasst. Um in Marokko verheiratet gewesen zu sein, mit einer Halbamerikanerin, Halbmarokkanerin aus der dortigen Oberschicht, mit einer Frau, die niemals hierher migrieren würde, weil sie die Menschen, die dort Oberschicht sind, nicht hierher kommen, das muss man ganz klar sagen, weil die natürlich genau wissen, was hier für Steuerlasten und Energiepreise bestehen. Um mit einem Menschen dort verheiratet zu sein, muss man offiziell Moslem sein. Da habe ich gesagt, mache ich nicht. Und daraufhin wurde aus meinem Familienkreis dann ein Dokument beschafft. Ich habe das nicht weiter hinterfragt, dass es mir ermöglicht hat, dann auch meine Gattin zu heiraten. Also es gibt ein YouTube-Video, das behauptet, ich sei mal zum Islam übergetreten. Das ist völliger Unsinn. Aber es gab da so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, die waren vielleicht nicht so ganz koscher. Aber ich erzähle es deswegen. Oder war nicht ganz halal, müsste man eigentlich sagen. Ich sage es deswegen, weil zu dem Zeitpunkt, als die Ehe dann vollzogen war in Marokko, die vorher moderat auftretenden Freunde, international lebenden mit bunten T-Shirts und partygehenden Freunde und Bekannte aus dem Familienkreis plötzlich ganz anders geredet haben. Sie haben gesagt, Mensch, Bruder, Chuya, jetzt bist du einer von uns, Alhamdulillah. Der Satz, bald gehört uns auch Europa und dann die ganze Welt, ist mehrfach gefallen. Ich habe das damals nicht so furchtbar ernst genommen. Blicken wir mal genau hin. Es gibt eine Studie der Fondation pour l'Innovation Politique und des Arab Research Center, demzufolge zwischen 1979 und 2019 weltweit 33.700 islamistische Terroranschläge stattgefunden haben. Dabei sind über 167.000 Menschen zu Tode gekommen. Und damit ist der Islam in diesem Zeitraum mit über 63% der Toten die Hauptursache von Terrortoten weltweit. Nun sagt das Mikrofon näher ran. Ich dachte, es ist laut genug. Okay. Sie verstehen mich, ja? Okay. Ich rede manchmal ein bisschen schnell, also wenn es so schnell ist, dann sagen Sie Bescheid. Wenn ich mir den Kollegen Ahmad Mansour anschaue, einen muslimischstämmigen Extremismusforscher, der sagt, 10% der Muslime oder muslimischstämmigen in Deutschland sind gut angepasst. Das sind deutsche Staatsbürger mit muslimischem Kulturhintergrund, die aber im Endeffekt komplett zu uns dazugehören, weil sie eben auch die islamische apodiktische Gesetzmäßigkeit mittlerweile weitgehend abgelegt haben. Die gehören zu uns dazu. Und er sagt, 90% aber leben in Parallelgesellschaften, wollen sich nicht integrieren, haben eigene Friedensrichtersysteme und lehnen uns im Endeffekt als dekadent ab. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, dass momentan über 340 Millionen Christen weltweit verfolgt werden und dass in Ländern, also bei den Ländern mit der höchsten Christenverfolgung, unter den Top 20 sind 17 islamische Länder. Ich werde jetzt im weiteren Verlauf hoffentlich noch die Zeit haben, auszulegen, warum auch aus der Theologie, aus den Textkorpora des Islam nicht zu erwarten ist, dass eine hohe Kompatibilität entsteht, außer mit den genannten ungefähr 10%. Da sind wir uns vollkommen einig. Diejenigen, die in der dritten, vierten, fünften Generation hier leben und Deutsche mit wie auch immer geartetem muslimischen Hintergrund sind, die haben natürlich mittlerweile einen Assimilationsprozess durchlaufen, aber das, was wir jetzt an Massenmigration nach Europa haben, das verfestigt harte Orthodoxien, die uns aufs Schärfste ablehnen. Und ich werde im weiteren Verlauf darlegen, warum das so ist. Ja, danke an Sie beide. Die Positionen sind jetzt erstmal geklärt, oder die Standpunkte. Ich will das jetzt gleich aufgreifen. Also es gibt jetzt eine neue Arbeit in der Tumult-Werkreihe von einem Autor namens Rudolf Brandners, Professor in Freiburg. Und er hat in einem Kapitel seines Buchs über die muslimische Einwanderung nochmal sehr klar unterschieden zwischen Einwanderung und Zuwanderung. Im Grunde ist es ja zunächst erstmal so ein semantisches Spiel, dass man sagt, also wenn jemand zuwandert, dann kommt er zu etwas hinzu. Und wenn er einwandert, dann hat das irgendwie sowas wie eine andere Form von Platznahme schon im Namen drin oder im Wort drin. Und er wird also überdeutlich in diesem Kapitel und sagt, der Unterschied zwischen Zuwanderung und Einwanderung ist eben der, dass Zuwanderung
im Grunde eine Assimilation in Gang setzt, derer, die zuwandern und so ein Akkulturationsprozess in Gang kommt. Eine Einwanderung, eine echte, und er nennt als Blaupause der Neuzeit die Einwanderung in Nordamerika, setzt im Grunde sowas wie eine genozidale Mentalität voraus. Also das heißt, man räumt weg, was da war, und ersetzt es durch etwas Neues. Und er wird in diesem Kapitel wirklich auf frappierende Art und Weise deutlich und spricht im Weiteren letztlich dem Islam die Akkulturationsfähigkeit ab. Und sagt also, dass es sich dabei eigentlich auch historisch belegt immer um Eroberung und Einwanderung handelt und niemals um sowas wie eine akkulturierende Durchdringung. Positionen. Sie. Danke. Es gibt im Islam eine völlig andere Substanzhaftigkeit dessen, was wir bei Christentum und Judentum beobachten. Es wird ja immer von drei abrahamitischen Religionen gesprochen. Nichts könnte falscher sein, denn ich könnte jetzt auf die Theologie eingehen, brechen wir es mal auf die Legitimation der Macht herunter. In Deutschland haben wir eine Demokratie, das heißt Volkssouveränität und Gewaltenteilung. So etwas ist mit wirklich islamischem Denken vollkommen unvereinbar. Dort gibt es eine Gottessouveränität und die Vereinigung der Gewalt in der Hand Gottes, der Gottheit Allah. Ja, und der Koran ist ja auch geschrieben worden, bevor die Welt geschaffen worden ist. Er ist sozusagen das unveränderliche Gesetz. Es ist nicht interpretationsfähig. Und wenn man sich anschaut, dass nun überall, wo der Islam sich ausgebreitet hat, er begonnen hat, die dort bestehenden anderen Kulturen zu unterwerfen und auszuradieren, das zum Teil auch mit hohem Sklavismusanteil. Wenn man sich die Sklavengeschichte der Menschheit anschaut, ist der Islam bis heute die größte sklaventreibende, sklavenhaltende und versklavende Macht der Welt. Das spielt Gott sei Dank in Mitteleuropa noch keine Rolle. Aber alleine die Legitimation von Macht ist völlig anders geregelt und ist mit dem, was wir grundgesetzlich vorliegen haben, völlig unvereinbar. Nun gibt es, um das vielleicht noch zu ergänzen, wenn ich darf, es gibt im sunnitischen Islam 4 Rechtsschulen. Das muss man auch wirklich dazu sagen, um die Balance zu halten. Es gibt die Hanbaliten, die Hanafiten, die Malikiten und die Schafiiten. Die ersteren drei sind der Überzeugung, dass Kufr, also Unglaube, kein Grund ist, um einen Menschen zu töten, sondern dass der Muslim nur zur Waffe greifen darf, wenn er angegriffen wird. Aber die Schafiiten sehen das völlig anders. Und alles, was wir an extremen Ausprägungen im Islam vorfinden, eben dieser aggressive Expansionismus, die Hijra, also die Einwanderung in anderen Länder, nach dem Vorbild des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina auszuwandern, um von dort aus dann den Kampf aufzunehmen. All das wird in der schafiitischen Rechtsschule legitimiert. Und vor diesem Hintergrund muss man sagen, natürlich ist die aggressive Abwendung von demokratischen oder anderen Gesellschaftsmodellen und die aggressive Expansion nicht die Mehrheitsmeinung der meisten Muslime. Da würde ich Max auch vollkommen recht geben. Das Problem ist nur, die Geschichte wird nicht geschrieben von der schweigenden, betrachtenden, gegebenenfalls mitlaufenden Mehrheit. Die Geschichte wird geschrieben von etwa 4-7% der Bevölkerung. Das sind diejenigen, die zu allem entschlossen sind. Das sind diejenigen, die das Heft in die Hand nehmen. Und ich sage Ihnen, Sie können sich nicht vorstellen, wie hoch die Durchdringung dieser Religion auch in den säkular wirkenden, moderneren muslimischen Gesellschaften wie in Marokko ist, welche Bedeutung das hat, wenn dort jemand als großer charismatischer Führer aufsteht, werden die allermeisten, die vorher noch säkular sich gebahrt haben, werden dann definitiv auch sich drehen. Sie werden als erste von den Radikalen bekämpft. Auch bei uns in Deutschland werden die moderaten Muslime als erstes von den Radikalen bekämpft. Und sie werden sich drehen. Deswegen, ich warne vor zu großem Optimismus und rate zu Vorsicht, aber natürlich auch zur Handreichung all denen gegenüber, die aus der muslimischen Welt kommen und sie transzendiert haben. Das ist aber, ob das überhaupt geht, können wir vielleicht noch drüber sprechen. Der Punkt ist derjenige, man hätte sicherlich vor 10 Jahren das, was der liebe Tim hier sagt, einfach stehen lassen können. Das Problem ist, wir haben mittlerweile so viele Leute im Land, die aus muslimischen Ländern kommen, dass wir nicht umhin kommen, genauer hinzuschauen.
Das erste ist doch, wenn jemand ein muslimischer Religionsangehöriger ist, dann bestimmt doch die Religion nicht seine gesamte Identität. Es gibt doch ohne Frage, und ich hoffe, da sind wir uns einig, einen Unterschied zwischen einem ethnischen Türken aus der Westtürkei einerseits und irgendeinem radikalen Syrer, der jetzt seit 2015 von Merkel hierher gerufen wurde und er Probleme hat mit seinem relativ liberalen, säkularen Assad-Regime. Das heißt also auch, ein Muslim ist ja durch seine Ethnie und auch durch seine Individualität auch geprägt. Das heißt, wir haben Unterschiede. Ja? Und natürlich arabischer, sudditischer Islam aus Marokko ist tatsächlich was anderes als jetzt, sagen wir mal, ein säkulärer Perser oder ein Istanbuler Bourgeois, die wir ja auch haben. Das heißt, das ist das Erste, was wir sagen. Das heißt, ich sage immer, wir müssen schon ein bisschen genauer hinschauen und wir müssen differenzieren. Es gibt einfach Unterschiede. Sarah Wagenknecht hat auch einen muslimischen Vater, nämlich einen Perser. Wahrscheinlich ist da zumindest mit einer Generation die Integration sehr gut gelungen. Das heißt, das zeigt es ja, das ist das eine. Das Zweite, worum es mir geht, ist doch immer die Frage, wen nehmen wir dann wirklich jetzt in den entsprechenden Ländern erstmal als Ansprechpartner? Und was es den Islam als solchen angeht, natürlich haben wir diese Heißdüsen, die es da umhergeht. Aber macht euch doch mal eins klar, der Islam leidet mittlerweile an ähnlichen Problemen wie wir. Die Türkei hat aktuell eine Geburtenrate von 1,51. Die hatte vor 15 Jahren noch eine über 2, weit über 2. Wir haben in allen islamischen Ländern zurzeit gesellschaftliche Prozesse, im Iran ganz stark, in den Emiraten, auch in der Türkei, die dazu führen, dass die ähnliche Schrumpfungsprozesse und ähnliche interne Konflikte haben wie wir selbst. Ja, der Islam ist eine expansive Religion, aber der Expansion sind bei einer Geburtenrate von 1,5 oder gar 1,2 in den Emiraten faktische Grenzen gesetzt. Und deshalb die Frage an jeden Einzelnen: Wer sorgt denn für diese Masseneinwanderung nach Deutschland, die hier dafür sorgt, dass wir unsere Innenstädte nicht mehr wiedererkennen? Ist es Erdogan? Ist es der Ayatollah Khamenei? Ist es der Herrscher von Dubai? Oder ist es unsere linksliberale Regierung in Berlin? Wen kritisieren wir denn, liebe Freunde? Wollen wir uns wirklich einschießen und wollen wir uns von denselben globalistischen Eliten, die uns in den Krieg gegen Russland führen, einreden lassen wollen, dass wir jetzt in den Krieg gegen die islamische Welt ziehen? Oder konzentrieren wir uns endlich auf unsere eigentlichen Gegner, nämlich linksliberale Eliten in den europäischen Hauptstädten, die davon träumen, hier Millionen reinzulassen? Und wenn wir diese Frage in der einzig richtigen Art und Weise beantworten, dann wären wir doch um Himmels Willen keine Islamkuschler beim Bart des Propheten. Aber wir werden doch selbstverständlich aufhören, im Zweifelsfall dem armen Schwein, das man hergelockt hat, um uns hier in der Tat kulturell umzuformen, die Schuld zu geben. Wir werden uns nicht außenpolitisch dazu verleiten lassen, jetzt gegen unsere verbliebenen Handelspartner in der islamischen Welt, die alle ziemlich germanophil sind, aufhetzen zu lassen, sondern wir werden ganz genau sagen, wir wollen die Einwanderung stoppen. Wir werden mit denen, die drin bleiben, und es werden auch einige drin bleiben, machen wir uns nichts vor angesichts der hohen Zahl. Es gibt durchaus eine ganze Reihe Leute, die überhaupt keine Lust haben, zurückzugehen, weil sie nicht mehr Türkisch können. Wir werden mit denen ein faires Modus vivendi finden, was es ihnen auch erlaubt, im Rahmen ihrer Gemeinschaften ihre Kulturen weiterzutragen. Denn, liebe Freunde, wir mögen Menschen, die verwurzelt sind in ihrer Kultur. Wir wollen nicht diese Hybriden, die alles aufgeben und heute so sind und morgen so sind. Und das gilt im guten, kleinen Maße auch für Leute, die nun einmal da sind, selbst wenn niemand hier begeistert ist, dass sie irgendwann gekommen sind. Sie sind da. Wir werden mit ihnen ein anständiges Benehmen finden, aber wir dürfen doch als gute Politiker, die wissen, dass der Begriff des Politischen in der Freund-Feind-Scheidung liegt, nicht vergessen, wer hier der Feind ist und uns aufhetzen lassen in die falsche Richtung. Wir kritisieren islamische Einwanderung, aber wir kritisieren eben nicht den Islam in Saudi-Arabien. Jetzt als Moderator, ja, das ist ein rhetorischer Bogen, der so einen logischen Bruch hat, ja. Der Punkt ist ja jetzt der, dass wir es mit verschiedenen Krisenschichten haben, über die wir sprechen müssen. Und im Grunde führt es ja auch zu der Frage, was ist notwendig, damit überhaupt assimiliert werden kann. Also das heißt,
wie muss ein Volk, ein Staat, wie muss eine Nation dastehen, dass sie überhaupt in der Lage ist, Leute so aufzunehmen, dass die in ein, zwei, vielleicht auch drei Generationen zu Deutschen geworden sind. Wir sprechen nicht über kleine Gruppen, die als Farbtupfer ihr eigenes Ding machen, ja, sondern wir sprechen über Dimensionen, die es denen eigentlich erlauben würden, ganze Großstädte auf ihre Art und Weise, nach ihrer Staatsidee, nach ihrer religiösen Idee und nach ihrer kulturellen Idee in Beschlag zu nehmen. Und das große Problem ist, dass Sie jetzt in Ihrem Beitrag vor allem gesprochen haben darüber, dass wir, wenn wir über Assimilationskraft und über das sprechen, was die Deutschen eigentlich tun sollten, vor einem deutschen Trümmerhaufen stehen. Und die Frage nach dem Feind dadurch eben extrem schwierig wird, weil es natürlich Teile unseres eigenen Volkes sind, die das Ganze anrühren, das uns aber trotzdem nicht das Problem von der Schulter nimmt, dass wir nicht einfach koalieren können mit Leuten, die dazukommen und eigentlich etwas ganz anderes wollen. Nämlich sicher nicht auf die Art abendländisch-deutsch zu werden, wie wir das über 1000 Jahre waren. Und das ist eine Gemengelage, über die ich jetzt mit Ihnen beiden auch noch kurz sprechen möchte. Herr Krause. Ja, vielen Dank. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass der Kulturmarxismus grüner Ausprägung unser Hauptgegner ist. Das ist vollkommen klar. Das Themenfeld, über das wir heute sprechen, ist Islam und islamische Migration nach Deutschland. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, der Islam als Gesamtbewegung, absolut unter Berücksichtigung einzelner Fälle und auch größerer Bevölkerungsteile, die zu uns dazugehören oder dazugehören wollen. Der Islam als Gesamtbewegung wird sich in Europa nicht assimilieren. Er hat es in seiner 1400-jährigen Geschichte nirgendwo gemacht und er wird es auch hier nicht tun. Und ich werde... Der Marx blickt auf einen anderen Winkel dieses oder einen anderen Bereich dieses ganzen Phänomenbereichs. Das Gesamtbild ist folgendes. Und man muss die Innerlichkeit kennen. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, es gibt so viele Suren im Koran, so viele Verse, die freundlich gegenüber Christen und Juden sind. Dazu muss man wissen, was Abrogation ist. Ich muss das kurz erklären, weil es wirklich zum Verständnis beiträgt. Dauert eine Sekunde. Es gibt viele Widersprüche und logische Dislozien im Koran, ja. Und um die aufzuheben, wurde das System der Abrogation entwickelt. Das heißt, später herabgesandte Suren heben frühere auf. Das bedeutet, dass vor allen Dingen die medinensischen Suren, das sind die, die später entstanden sind, als der Kampf gegen die Mekkaner bereits aufgenommen war, viele der eher friedvollen mekkanischen Suren aufheben. Und das führt dazu, dass es zum Beispiel einen Vers gibt, Sure 9, Vers 5, einer der Schwertverse, wenn die heiligen Tage vorüber sind, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, außer sie bekennen sich, also Islam oder Tod. Der abrogiert 124 friedliche Verse. Das ist das, was die Muslime, die wirklich Muslime sind, kennenlernen. Diejenigen Menschen, die türkisch-arabischer, paschtunischer oder auch persischer Abstammung sind, die selbst das alles gar nicht mehr glauben, die mit uns leben und die Hassan oder Mohammed heißen, aber mit uns in den Betrieben arbeiten und mit Freunden verheiratet sind. Alles wunderbar. Ich spreche nicht über die. Ich spreche über die, die das wirklich glauben. Und es ist eine Fehlannahme zu glauben, dass das nicht auch gelehrt wird. Nun gibt es einen Punkt, den man berücksichtigen muss. Das sind die Offenbarungsanlässe. Das wird nämlich den vielen Muslimen hier gar nicht erklärt. Nasbab an Usul heißt das. Dass so ein Vers wie dieser Schwertvers, wäre jetzt ein Entlastungsargument in Maxens Sinne, heute eigentlich gar nicht mehr gültig ist, weil er zu einer bestimmten Zeit herabgesandt worden ist mit einem bestimmten Ziel. Das wissen aber die meisten jugendlichen Muslime in Deutschland nicht. Die sind momentan in einer Situation, dass sie spüren, die Landnahme findet statt. Sie haben ein absolutes kulturelles Überlegenheitsgefühl, das eigentlich natürlich mit einem riesigen kulturellen Minderwertigkeitskomplex, zivilisatorisch-technologischen Minderwertigkeitskomplex uns gegenüber verbunden ist. Eine der gefährlichsten Mischungen überhaupt. Und die jungen muslimischen Frauen, die heute mit Stolz ihr Kopftuch tragen, die tun das nicht, weil sie unterdrückt sind. Das ist ein Zeichen ihrer moralischen und ethischen Überlegenheit. Die wollen nicht so sein wie unsere jungen Frauen, die mit kurzen Röcken rumlaufen und, Entschuldigung, Gangbang-Pornos gucken, sobald sie 13 Jahre alt sind. Das sind alles Phänomene der kulturellen Dekadenz, die vom Islam, wie ich finde, auch zum Teil zu Recht abgelehnt werden. Und dieses Überlegenheitsgefühl wird aufgesetzt auf einer
zur Aggressivität neigenden Eroberungsmentalität, der wir uns natürlich stellen müssen, der müssen wir begegnen durch eine abstoßende und durch eine einladende, ziehende Hand. Wir müssen sagen, kommt mit uns auf unseren Weg der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Glaubt auch an Volkssouveränität, wir zeigen euch die Vorteile. Aber ich sage, wir müssen auf diese radikalen Kerne gucken. Die werden sich weiter ausbreiten, sie breiten sich weiter aus. Wir sehen das überall an den Zahlen. Und da ist Appeasement nicht nötig und nicht möglich und nicht erforderlich. Denn diese Leute, die respektieren nur Stärke. So leid es mir tut, aber es ist so. Ich kenne das alles, aber ich bitte doch darum, den Realitätscheck zu machen. Also wir haben gerade gehört, die islamische Welt hat ein massives Minderwertigkeitsproblem gegenüber dem Westen, weil der Westen so viel weiterentwickelt ist. Das ist für das Jahr 2000 richtig. Aber meine Damen und Herren, vergleichen Sie mal bitte Düsseldorf mit Dubai und dann erzählen Sie mir, wo die Zukunft stattfindet. Dort leben wir aber auch 97% Europäer. Wir können auch gern München mit Istanbul mittlerweile vergleichen. Wir haben doch zurzeit die Situation, dass der Niedergang in Deutschland so weit ist, dass er nun wirklich kein Langzug mehr pünktlich ankommt. Das heißt, wir erleben ja gerade, dass die islamische Welt Selbstbewusstsein nicht mehr generiert, weil Osama bin Ladens Jünger irgendwo einen Bus in die Luft sprengen, sondern wir erleben ja, dass die islamische Bevölkerung Selbstbewusstsein hat, weil sie plötzlich sagen kann, ihr wohnt hier in einem Technikmuseum, wo nichts mehr funktioniert, aber da, wo meine Vorfahren herkamen, wenn ich da in Urlaub hinfahre, ist es moderner. Das ist eine Realität. Wachen wir doch mal auf. Die Zeit, wo wir das Maßstab ist und jeder hat einen Minderwertigkeitskomplex, weil er nicht mehr so ist wie wir. Es tut mir leid, das ist vorbei. Wir sind insgesamt, was den technischen Stand angeht, was das Gemeinwesen angeht, was die öffentliche Infrastruktur angeht, wir sind ziemlich am Ende. Also die Behauptung, die sind alle neidisch, ist falsch. Und das Zweite gesagt. Ist, ich warne auch, wenn ich mir die Zahlen anschaue, und ich schaue sie mir genau an, weil das ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert ist. Wir haben mittlerweile im Islam massive Modernitäts, gerade bei den Frauen. Wir haben im Iran, das ist nun wirklich eine islamische Republik per Definition. Wir haben mehr als 50% der Hochschulstudenten in der islamischen Republik Iran sind Frauen. Wir haben in der Türkei einen massiven Säkularisierungsprozess. Erdogan ist doch keiner, der die Islamisierung voranbringt, sondern er ist gewählt worden, um Säkularisierungsprozesse abzumildern und zurückzuhalten. Aber die Türkei säkularisiert sich vor unseren Augen. Ich wiederhole, vor 10 Jahren war die Geburtenrate in der Türkei bei 2,2. Die aktuelle Geburtenrate der Türkei liegt bei 1,51, weit unter Erhaltungssatz. Mir sagen türkische Freunde, sie überlegen, wie sie die Deutsch-Türken, allerdings dann eben nur die wir eigentlich sagen, das sind noch die mit Abstand besten, die wir haben, wie wir sie in die Türkei zurückbekommen, weil sie ein demografisches Problem haben, das schlimmer ist als unseres. Schauen Sie sich mal in der Türkei den Anteil der ethnischen Türken an der Gesamtbevölkerung an. Der ist niedriger als der Anteil der ethnischen Deutschen in Deutschland. Da gibt es auch Leute, die sich große Sorgen darum machen. Wir haben nämlich auch eine nationalistische Bewegung. Das heißt, wofür ich einfach werbe, ist genau hinzuschauen. Sehen Sie, bei Goethe heißt es noch, es gibt nichts Schöneres, als an Sonn- und Feiertagen sich hinzusetzen und uns über fremde Völker nachzudenken, die sich die Köpfe einschlagen, fern hinten in der Türkei. Das Problem ist, wir haben diese Völker mittlerweile im Land. Wir können nicht mehr einfach sagen, lass sie sein, was sie wollen, es interessiert uns eh nichts, irgendwas Fremdes. Sondern wir müssen jetzt sehr, sehr genau hinschauen. Und dann merken wir, dass es eben Unterschiede gibt zwischen türkischen Türken und kurdischen Türken, zwischen Sunnis und Schia. Und wenn wir uns das Bild anschauen, wird das nicht unbedingt ein schönes Bild. Es bleibt ein Bild mit hohen Gefahren. Und jeder, der in Neukölln unterwegs ist, der im Ruhrgebiet unterwegs ist, der in die Städte geht, weiß, wie es da aussieht und will da nicht wohnen, zu Recht. Wir wollen auch diese Einwanderung nicht. Aber ich warne davor, einfach zu sagen, alle über einen leisten. Alles gefährlich und jetzt gehen wir dagegen vor. Es führt nämlich zu 2 Problemen politisch. Erstens, wir vereinigen alle gegen uns, auch die, die eigentlich mit uns wären. Und zweitens, unsere eigenen Eliten freuen sich. Denn wenn man das genau sieht, wirft man uns ja vor, dass wir bei der Einwanderung religiös und ethnisch differenzieren wollen. Schauen Sie sich das Urteil des OVG Münster an, so schön hat es noch niemand dargestellt.
Das Grundgesetz, das du ja so lobst, indem du sagst, wir wollen sie alle zu unserer freiheitlichen Demokratie bekehren, meine Damen und Herren, ist ethnisch blind, es ist auch religiös blind. Der freiheitliche Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst weder schafft noch erhält. Religion und Ethnie gehören zu diesen Voraussetzungen. Wenn wir anfangen, über diese Voraussetzungen zu reden und sie staatlicherseits beeinflussen zu wollen, vereinigen wir alle Muslime in Deutschland, die für uns erreichbar sind und die für uns nicht erreichbar sind, mit den liberalen Eliten, die uns verbieten wollen. Politisch ist es Wahnsinn. Und deshalb warne ich vor undifferenzierter Islamkritik und werbe so dafür, ganz genau differenziert vorzugehen und nie zu vergessen, eingebrockt hat es uns eine liberale Einwanderungspolitik sehr deutscher, sehr biodeutscher und sehr weißer liberaler Spinner in Berlin und sonst wo. Da ist der Fokus. Und nicht darum, alle über einen Leisten zu scheren. Das löst nun völlig d'accord. Das löst nun leider unser Problem nicht. Max, du hast vollkommen recht. Wir müssen ganz genau hinschauen. Zum Beispiel übrigens auch auf die deutschen Rechtskorpora, aus denen hervorgeht, dass ein Artikel aus der Weimarer Reichsverfassung noch gültig ist, der sagt, dass wenn eine Religion die Abschaffung der staatlichen Ordnung anstrebt, dass sie dann auch verbietungsfähig ist, theoretisch. Ne? Und bei dem genauen Hinschauen, wozu ich unbedingt einlade, und möchte ich Max vollkommen recht geben, dann stellt man aber auch fest, dass Dubai zu 97% von Europäern, Nordamerikanern, Sino-Asiaten und Indern mit hohen Vermögenswerten bewohnt wird und auch aufgebaut worden ist, was der genialen Politik der Al-Maktums, die ja auch in Cambridge oder wo studiert haben, überhaupt keinen Abbruch tut. Es gibt überall hochintelligente, arbeitsame, friedvolle, auf internationalen Ausgleich und auf kulturelle Identität ausgerichtete Menschen. Die gibt es auch in Katar, das sich ja nun eher mit der Terrorfinanzierung momentan hervortut. Alle versuchen es nun Dubai nachzumachen, aber das ist nun nicht das, was ich meine. Max, du hast jetzt viel mit Ausnahmen argumentiert, mit Sonderphänomenen argumentiert. Die sind völlig unstrittig. Mir geht es darum, woher zehrt der Islam ideologisch? Wo kommen Dynamiken und Kräfte her, die wir vielleicht irgendwann nicht mehr beherrschen können? Und ich sage, wir treten hier einer totalen, das heißt alle Bereiche, da würde ich dir auch widersprechen, weil du vorhin gesagt hast, man wird nicht als Moslem nur vom Islam definiert. Nein, wenn man kein Moslem mehr ist oder sagt, man glaubt vielleicht noch an den Gott, aber ansonsten lebt man säkular, dann nicht. Aber jemand, der wirklich Moslem ist, der wird komplett von dieser Ideologie beherrscht. Man macht sich hier keine Vorstellung, wie sehr auch scheinbar säkular wirkende Menschen in der islamischen Welt von diesem Ideologiesystem und seinem Regelwerk durchdrungen sind. Es ist wirklich, es grenzt zum Teil an eine Massenpsychose, wie das vielleicht in vielen Religionen in ihrer extremen Ausprägung der Fall ist. Und ich möchte Max in einem Punkt recht geben, wir sehen auch Säkularisierungseffekte. Wir sehen auch tatsächlich Effekte, dass immer mehr Muslime den Islam verlassen und sich dann nach außen hin so geben, als wären sie Muslime, sind es in ihrer Innerlichkeit und Selbstbegegnung eigentlich längst nicht mehr. Aber interessant ist, dass hier ein Faktor dazukommt, nämlich, dass ich habe länger in Kreuzberg gelebt, hatte viele Freunde, die noch in Afghanistan oder in Türkei oder im Iran geboren sind und ansonsten relativ ticken wie wir. Und die zum Teil auch Nachfahren von Migranten der ersten Generation sind. Ja. Die sagen, obwohl sie selber eigentlich keine Muslime sind, vertreten sie die Sache derer, die Muslime sind. Es gibt eine Art von ethnischer, ich scheue mich zurück von der Verwendung des Begriffs, phänotypischen Zugehörigkeitsgefühls. Ne? Dass diejenigen, die orientalisch aussehen, die fühlen sich dann sozusagen der muslimischen Kultursphäre angehörig, obwohl sie es faktisch gar nicht mehr sind, brechen die Lanze für deren Sache, obwohl sie eigentlich damit auf der falschen Seite stehen, denn sie müssten eigentlich für ihre Freiheit einstehen und damit sich auf unsere Seite stellen. Und das müssen wir einfordern. Ich sage, wir müssen selbstbewusst als deutsches Volk, als Demokratie und als Rechtsstaat einfordern, dass jeder, der hier mit uns leben möchte, das bedingungslos anzuerkennen hat und wir keine Parallelstrukturen wollen, welcher Art die auch immer sind. Ja? Und ich sage, dass die Gefahr, der wir jetzt gegenüberstehen, auf keinen Fall zu unterschätzen ist. Ich glaube, die Diskussion, ich höre ja gern, dass du so oft sagst, dass ich recht habe, aber ich denke, dass der entscheidende Punkt darin besteht, dass wir uns wirklich mal auseinandersetzen müssen mit der Frage der liberalen Verfassung, die wir nun einmal haben. Der eigentliche Mann ist Bockenförde. Der freiheitliche Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst weder schafft noch erhält.
Und die ganzen Fragen, die wir hier haben, bewegen sich auf der Ebene dieser Voraussetzungen. Als das Grundgesetz geschaffen wurde, gab es hier nur ethnisch Deutsche. Und die Religionsfreiheit bezog sich auf die Frage, Protestant, Katholik oder gar nichts. Der Punkt ist aber, dass wir eine völlig andere Gesellschaft jetzt haben. Aber das Regelwerk lebt weiter. Es hat sich völlig verselbstständigt. Das Regelwerk kämpft dagegen, dass wir die staatliche Macht einsetzen wollen, um diese Voraussetzungen in irgendeiner Form zu beeinflussen. Das Grundgesetz ist ethnisch blind und es ist religiös blind. Das ist der entscheidende Punkt, den wir sehen müssen. Und wir müssen deshalb, wenn wir uns um diese Voraussetzungen kümmern und uns findet, wir sind ja hier, weil wir sehen, wie diese Voraussetzungen erodieren. Können wir nicht darauf setzen, dass das mit repressiver Staatsgewalt passiert, sondern das geht eben nur metapolitisch, indem wir kulturelle, ökonomische und so weiter Anreize setzen. Warum kommen Menschen aus islamischen Ländern nach Deutschland? Warum kamen sie? Ich gebe einen Hinweis, nicht wegen des Wetters, sondern sie kommen hierher wegen ökonomischer Anreize. Solange ich hier ins Bürgergeld komme und damit anstrengungslos mehr Geld verdiene als in meinem Heimatland durch einen ehrlichen, anstrengenden Job, werde ich mich auf den Weg machen. Das Problem können wir nicht nur dadurch beschäftigen, dass wir Religionskritik machen, weil uns leider diese Religionskritik, wie du sie hier betreibst, direkt ins Verbotsverfahren führt. Sondern wir müssen eine Politik finden, die durch ökonomische Anreize und auch kulturelle Anreize genau dafür sorgt, dass diese Einwanderung nicht stattfindet, sondern Remigration stattfinden wird. Und es werden aber am Ende selbstverständlich die bunten Flecken übrig bleiben, von denen Götz Kubitschek sprach. Und da möchte ich Sie für einen Gedanken erwärmen, den Sie vielleicht nicht kennen, den Sie vielleicht noch nicht hatten. Warum reden wir dann da wirklich immer von Assimilation? Das Beispiel Amerika ist ja Melting Pot. Schmelztiegel. Alles kommt in einen Schmelztiegel, wird verschmolzen und es kommt was Neues raus. Wollen Sie wirklich, kurz entfernt von Naumburg, von Weimar, von Jena, die deutsche Kultur einschmelzen? Wollen Sie die einschmelzen und gucken, was danach rauskommt? So ein bisschen deutsche Hochsprache, ein bisschen Kanak, ein bisschen Zuckerfest und ein bisschen Weihnachten? Ist das wirklich das Ziel, dass wir jetzt sagen, wir wollen jetzt 10 Millionen Leute einschmelzen? Oder ist es nicht so, dass wir tatsächlich hinnehmen müssen, dass es in westdeutschen Ballungszentren Stadtteile geben wird, die tatsächlich ethnisch, kulturell geprägt sind durch die Einwandererkultur? Überlegen Sie sich das. Ich habe da auch noch keine, nicht, wissen Sie, immer wenn Intellektuelle nicht weiter wissen, reflektieren Sie so ein bisschen und haben noch keine abschließende Antwort. Aber ich warne vor diesem Assimilationsfetisch. Erstens, wir dürfen es rechtlich nicht einfordern. Dürfen wir nicht, weil das halt nicht im Grundgesetz steht. Zweitens, wollen Sie Melting Pot? Wollen Sie Schmelztiegel mit jedermann? Wissen Sie, dass Europäer sich einschmelzen, dass europäische Türken sich einschmelzen, dass die alle teilweise germanophiler sind als wir, weil sie immer noch den Goethe auswendig gelernt haben? Alles unbestritten. Aber es gibt Leute, die hier sind und sagen, wir wollen zwar nach Recht und Gesetz leben, aber wir wollen es in Übereinstimmung mit der Kultur unserer Vorfahren. Und dann? Das ist die Frage, die Sie sich stellen müssen. Denn bei 20 Millionen Einwanderern, die wir im Land haben, meine Damen und Herren, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, gewisse Messen sind gesungen. Und wir müssen auf der Basis der Realität retten, was zu retten ist und Neues aufbauen und dürfen uns nicht in Diskussionen führen lassen, die uns nur ins Verbotsverfahren führen auf der einen Seite und B, nichts verändern werden. Wir leben in einem Land, in dem mittlerweile Schulkinder zum Islam übertreten aus Angst. Wir haben eine Generation von Jugendlichen, die den Terror der Schulhöfe erlebt hat. Und wir sehen ein Land, in dem in 4 Jahren 2800 Gruppenvergewaltigungen stattfinden, 20.000 Messerangriffe im Jahr. All das gab es vor Jahr und Tag nicht. Und wir müssen uns endlich der Tatsache stellen, dass das auch was mit Ideologie zu tun hat, mit einer Religion zu tun hat. Und ich sage es nochmal ganz deutlich, es ist natürlich so, dass die moderaten Muslime, die jeglicher Gewalt abschwören und die den fundamentalistischen Versen abschwören, absolut zu uns dazugehören. Aber genauso wie der Verfassungsschutz Rechtsextremismus oder Linksextremismus vorgeblich bekämpft, muss er hier auch ganz genau hinschauen und auf diesem Auge ist er blind. Und ich einen letzten Gedanken vielleicht noch. Es gibt einen Hadith von bei Sahih al-Bukhari, wo der Gefährt des Propheten Ibn Umar sagt, dass der
Prophet beauftragt worden sei, die ganze Welt zu bekämpfen und jeden zu töten, der sich wehrt, den Islam anzunehmen, bis die ganze Welt sagt, dass Allah die einzige Gottheit ist. Das ist ein Sahih, also ein gültig geltender Hadith. Und das wird Jugendlichen in den Koranschulen beigebracht. Ich sage, nein, wir müssen genau hingucken, was in Koranschulen gelehrt wird. Wir müssen die Imame hier im Land tatsächlich selbst ausbilden. Die können nicht von Dianet aus dem Ausland ausgebildet worden sein. Und dann ist eine Kooperation, ein Zusammenleben mit den Muslimen in Deutschland absolut möglich. Aber das können wir nur, wenn wir aufgeklärt sind, wenn wir ganz genau wissen, was die radikalen Elemente im Islam sind. Und denen müssen wir uns ideologiefrei und mit auch ausgestreckter Hand nähern. Ja, danke an meine beiden Gesprächspartner oder die Duellanten. Das ist nicht die erste Diskussion über den Islam, die wir im Rahmen unserer Arbeit geführt haben. Und mit Verlaub, die Ratlosigkeit, wie man mit dieser Kraft und gleichzeitig mit diesem eigenen schwachen Angeboten, mit diesem schwachen Volk und wieder immer wieder mit diesem Pochen auf sowas wie Rechtsstaat, Grundgesetz, Verfassungsschutz, Rahmen und so weiter, wie man da mit diesen Grundbedingungen dieser Katastrophe Herr werden will, hat sich jetzt in der Diskussion seit den letzten 20 Jahren nicht wirklich verändert. Ja. Dennoch wird das Problem schärfer. Also ich glaube, das ist das, was Sie am Ende auch sehr gut ausgeführt haben. Also die Meldungen, die wir bekommen, die auch über die freien Medien ventiliert werden, die sind so katastrophal in manchen Städten, Stadtteilen und so weiter, dass das eigentlich fast wundersam ist, dass das nicht zu einem der Hauptprobleme in unserem Land längst erklärt worden ist und auch als Hauptproblem behandelt. Politik im Fokus. Politik Highlights Breaking News. Politik im Fokus.